sonntags 14 Uhr und alle haben frei, sind am Langensee im Baden. Und was machen wir hier? Bei gut 30 Grad. Wir zwei, wir stolpern hier auf dem Schrottplatz rum. Ich verstehe auch absolut nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, sonntags auf den Schrottplatz von Ingo zu gehen, um nach einem Teil für eine Isetta zu suchen. Erstens ist dann Ingo nicht da und zweitens kann uns dann auch keiner helfen, hier so ein Teil zu finden. Oder hast du vor, hier zu übernachten? Erstens weißt du, dass Ingo nicht so gut zu sprechen ist auf mich, wegen der Tanke letztens, wo ich die bestreikt habe. Naja, nicht so gut zu sprechen ist gut ausgedrückt. Ey. Ich glaube, der will dir immer noch an die Gurgel. Der hat sogar noch Fahndungsfotos von dir in der Schenke hängen. Stimmt, habe ich letztens auch gesehen. Aber ich finde, das Foto von mir, das sieht nicht so toll aus. Ich möchte mal lieber wissen, wer dem Ingo das Foto gegeben hat. Schau mich nicht so an, ey. Ich war's nicht, ey. Warum sollte ich ein Ohr, ey? Das waren 500 Euro, du Nuss. Denkst du, ich bin so dumm? Aber egal. Moat, ich weiß ja, du bist arm. Du brauchst das Geld, zwei Kinder und so. Aber wir sollen immer weitersuchen, mein Bester. Sonst werden wir nicht mehr fertig. Lenny, komm hier rüber, ey. Ich glaube, ich habe hier einen Schatz gefunden. Hey, Moat, du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass ein blauer Müllsack mit Inhalt ein echter Schatz ist? Wer weiß, was die da abgestellt haben, Mann. Da sind sicher Reifen drin oder Schrott oder vielleicht sogar alte stinkende Windeln. Meinst du echt Windeln? Kann schon sein, ey. Aber egal, wollen wir trotzdem mal reinschauen? Ach du Scheiße, ein Zombie ist da drin, ein Zombie. Oh Mann, voll krank. Los, Finger weg, Moat. Ich mach den Kofferraum zu. Oh Mann, echt heftig. Zombies im Kofferraum klingt irgendwie wie so ein 60er-Jahre Hollywood-Blockbuster-Film. Hm. Aber du, Lenny, wie wahrscheinlich ist es denn, dass da nun tatsächlich ein Zombie im Kofferraum drin ist? Naja, eigentlich nicht besonders groß, mein Bester. Aber das könnte auch ein x-beliebiger Penner gewesen sein, der sich dann nur im Kofferraum versteckt hat. Was ein Schlitzohr, ey. Der versteckt sich im Kofferraum und wenn hier mal ein paar Tobis vorbeikommen, springt der raus aus dem Kofferraum und zack, Messer raus, Geld oder Leben. Ganz schön gerissen, der junge Mann. Moat, du glaubst ja nicht echt, dass er sich hier am Schrottplatz irgendwie ein Tourist verirrt. Hier gibt's doch nichts außer einen Riesenhaufen Müll. Naja, ich hab gehört, dass in letzter Zeit immer mehr Leute aus den Ostblockstaaten nach Berlin kommen, um hier Urlaub zu machen. Sozusagen die Ostblock-Light-Version für die. Das ist hier wie Disneyland für die Jungs. Oh Mann, Moat, ich glaube, die Sonne tut dir aber nicht gut. Aber sei mal leise. Ich glaube, der Gefangene will verhandeln. Also, das kommt mir bekannt vor. Die Stimme, der Akzent, aber der Name fällt mir nicht ein. Aber ich kenne den. Hey, Moat, das klingt stark nach Werner, Mann. Ich glaube, das ist Werner, der da hinten drin ist. Werner überfällt also arme Touristen aus dem Kofferraum. Sozusagen der Kofferraumräuber von Berlin-Charlottenburg. Mensch, Moat, wenn du so weitermachst, dann kommst du in die Klinik nach Charlottenburg. Da kannst du dir dann mit deinen Kloppi-Freunden eine neue Weltzerstörungstheorie ausdenken. Oder ihr könnt Streichholz-Mikado oder Mikado unter Wasser spielen. Vielleicht gewinnst du dann irgendwann mal einen Preis oder so. Oder einen grünen Löffel in Joghurt, wer weiß. Ey, aber wir sollten ihn erstmal hier rauslassen, denn er braucht sicher noch frische Luft und so. Nicht, dass er uns da drin kaputt geht. Ja, okay. Eins, zwei, drei und tada! Werner aus dem Kofferraum. Erinnert mich irgendwie an Kai aus der Kiste. Na Werner, wie geht's denn, alter Kofferraumräuber? Wir haben dich überfallen? Wie meinst du das denn nun, Wernerschen? Sommerwohnung? Aha, naja, ey, ich mein, auf Monaco, da kostet ja auch so eine Regenlaube 2000 Euro im Monat Miete. Ist das hier schon, ne? Jo, Werner, da hast du recht, ne? Hier auf dem Platz musst du keinen Euro bezahlen. Und da sind auch keine Kloppis, ne, die deine Ruhe stören. Außer uns? Ey, Werner, der war gemein. Aber du sag mal, wo hast denn hier die Beule geholt? Nee. Die Beule kannst du nicht auf uns schieben, Mann. Wir haben das Ding nur ganz leicht zugemacht. Wenn du das als leicht bezeichnen willst, dann kann ich dir eigentlich unten nimmer helfen. Nun fällst du mir auch noch in den Rücken. Toller Freund bist du echt, mein bester Freund. Und sowas von hinterlistig. Und außerdem hast du ja sowieso eine Teilschuld. Wer hat denn da wie blöde geschrien? Schnell, Deckel zu, Zombies. Ach so, ist doch auch nicht so wild. Mensch, Werner, willst du mal was zu essen? Ich meine, ich habe hier noch ein paar Wiener Würstchen, die würde ich dir gerne abgeben. Moat, sag mal, warum hast du denn jetzt die Würstchen mit? Willst du noch eine Grillparty machen? Weil dann müssen wir noch einen Kühlergrill ausbauen, sonst geht's nicht. Ach, Moment mal, Ingo sagte doch irgendwas. Und ach, jetzt fällt's mir ein. Also, Ingo meinte, der hat hier noch einen Hund, einen Rottweiler-Mischling. So ein halbes Schaf, du weißt doch, 2 Meter und so. Und da dachte ich mir, hey Moat, falls das Ding uns über den Weg läuft, ja, dann gebe ich dir einfach die Würstchen, damit wir ihn ein bisschen besänftigen können. Und außerdem können wir dann vielleicht noch rennen. Ach so, das ist eine gute Idee. Aber Moment mal, wenn du Werner jetzt die Würstchen gibst, was kriegt denn dann der Hund? Oh, ich glaube, Tiffy kommt. Wir sollten hier rennen. Los, Finale, noch 10 Meter und dann ab über den Zaun und wir haben es gleich geschafft. Okay, los, alle über den Zaun jetzt, los, schnell. Oh, wir haben es geschafft, Jungs. Alle klar, alles gut, alles in Ordnung. Ihr habt dein Bein noch? Apropos jeder, wo ist denn Werner? Schau, da vorne, da kommt er, hinterm Fiat, kommt er her. Mann, was ist denn mit dem los? Oha, ich ahne Schlimmes. Ach, jetzt fällt es mir ein, ey. Denn ich hab doch die Würstchen
mit Cramiol 3000 vollgestopft. Das ist eigentlich klares Schlafmittel. Wenn sie mal Kopfschmerzen hat und nicht einschlafen kann, dann schläft sie danach eigentlich wie ein Baby. Oh Mann, hey, das Tiffy. Ach, die will doch nur spielen. Das ist alles gar nicht so schön, wie es aussieht. Ach du Scheiße, Tiffy hat Werner am Schenkel. Das sieht mir aber nicht nach Spielen aus, du. Ich glaube, Tiffy hat sich festgebissen. Quatsch, das ist wie mit Katz und Maus. Mann, ey, die tun nur so, als wenn sie sich wehtun. Dabei spielt die Katze nur mit der Maus. Ja, nee, ist klar. Und am Ende frisst die Katze die Maus. Oder die Maus frisst die Katze. Oder der Hund den Werner, wa? Ey, wir müssen was tun. Ey, da hast du aber absolut ins Recht, Lenny. Ey, wir werden auch was tun. Ich würde mal vorschlagen, du und ich, wir gehen jetzt mal eine ganz lockere Runde in die Schenke. Was machen wir denn jetzt mit Werner, Mann? Den können wir doch nicht hier liegen lassen, Mann. Schau mal, jetzt hat er Werners linken Arm. Oh nein, nein, er geht an die Ohren. Ey, mir egal. Ich kann mir das echt nicht mehr angucken, das Gemetzel. Mann, und außerdem ist Ingo gut versichert. Ich glaube, der Werner wird reich. Also lassen wir den Werner hier noch 3 Stunden vegetieren und dann sind wir auch mit unserer Runde fertig. Und nö, dann würde ich sagen, holen wir den Jungen da raus, den Werner. Das klingt nach einem verwegenen Plan. Eigentlich kann Werner uns ja sogar dankbar sein, dass wir ihn nicht retten. Jede Bisswunde mehr und seine Euro-Uhr steigt. Mann, voll irre, der Werner. Das ist voll ein Glückspilz. Meine Fresse, warum fällt mir nicht mal sowas ein? Naja, ich glaube, wir sind für sowas einfach nicht gemacht, Lenny. Du und Ecke, wir sind nicht so Schlitzohren wie der Werner. Das ist eben so einer, weißt du? Der kann auch mit solchen Tieren richtig gut umgehen, siehst du ja auch. Obwohl, das sieht alles ja nicht so gut aus, was der da gerade macht mit dem Hund. Oder der Hund eher mit ihm. Naja, egal.